Guten Tag, mein Name ist Martin Kuppinger. Ich bin Principal Analyst bei der Kuppinger Kohl Analysts AG. Heute möchte ich über die fünf wichtigsten Cybersecurity-Maßnahmen für Unternehmen in Zeiten des Homeoffice sprechen. In einer Phase, in der ein erheblicher Teil der Mitarbeiter im Homeoffice arbeitet, haben wir die Herausforderung, dass wir überlegen müssen, wie können wir diese Arbeit produktiv und sicher gestalten, wie können wir Dinge am Laufen halten, aber keine übermäßigen, unkalkulierbaren Sicherheitsrisiken eingehen. Und da gibt es einige Maßnahmen, ich möchte die fünf wichtigsten aus unserer Sicht als Analysten kurz hervorheben. Wichtig dabei immer Fokus setzen, sich nicht verzetteln, nicht auf zu viele Dinge konzentrieren, sondern wirklich versuchen, das Wichtigste jetzt zu machen. Was sind diese Maßnahmen? Die erste Maßnahme ist die Mehrfaktor Authentifizierung. Nicht mehr nur Kennwörter. Systeme sind ein einfaches Angriffsziel, wenn nur Kennwörter genutzt werden. Also nutzen Sie die eingebauten Lösungen, zum Beispiel die, die es bei Office 365 gibt, die es bei Google gibt. Und erklären Sie es Ihren Nutzern, bevor Sie es aktivieren, damit jeder weiß, was sich verändert. Das sind keine großen Änderungen, aber man muss es wissen, sonst haben Sie aber ganz viele Nachfragen, die Sie jetzt am wenigsten brauchen können. Schützen Sie Ihre Endgeräte. Das ist aus meiner Sicht auch ein ganz essentieller Punkt, eine Grundlage, die eigentlich immer laufen sollte, aber prüfen Sie es, lassen Sie es prüfen. Eine zwingende Funktion, gerade auch bei Bring Your Own Device, also wenn Mitarbeiter mit eigenen Geräten kommen. Eine zwingende Funktion sollte auf jedem Gerät aktiviert sein und nutzen Sie aber das, was Sie haben. Keine großen Rollouts, sondern schauen Sie, was ist da. Und wenn es ein Windows Defender ist, der ja auch in vielen Tests gut abschneidet, einfach damit Sie erstmal ein Grundrauschen haben an dieser Stelle. Erklären Sie das Ihren Nutzern in ganz einfacher Weise, auch wie Sie den Status prüfen können. Jeder kann mit wenig Aufwand beim Windows-System beispielsweise feststellen, sind alle Bereiche in Windows-Sicherheit auf grün? Wenn ja, gut, wenn nein, nachfragen. Der dritte Punkt, Patch-Management. Nutzen Sie automatisches Patching. Es gibt immer noch Unternehmen, die einen langen Patch-Rollout-Prozess haben, das heißt, die Sie sagen, wir testen erstmal alle Patches und dann dauert es ein paar Tage und dann rollen wir sie aus. Meine Einschätzung schon seit langem ist, das Risiko durch fehlerhafte Patches ist viel, viel geringer als das von Schäden durch Angriffe. Also heute hat sich einfach diese Risikobalance verschoben. Es ist ein anderes, es muss eine andere Risikobewertung sein. Und bei Nutzern im Homeoffice ohnehin. Das Wichtigste ist, Geräte sind auf dem aktuellen Stand. Patchen Sie alles. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter Ihre Geräte patchen und dass Sie einen Überblick haben. Und vielleicht auch, das betrifft den Schutz von Endgeräten, wie das Patch-Management, ab und zu auch mal einen Virenscan laufen lassen von Hand, etc. Und nutzen Sie, wo immer möglich, dann zusätzliche SaaS-Sicherheitsoptionen, um eine weitere Unterstützung bei der Erkennung von Risiken zu erhalten. Machen Sie Security-Trainings, aber jetzt in dieser Phase ganz fokussiert, ganz einfach. Ich habe gerade erst auch dazu ein Video aufgenommen und publiziert. Erklären Sie Ihren Mitarbeitern im Homeoffice die wichtigsten Sicherheitsregeln. Wirklich die ganz wichtigen 1, 2, 3, vielleicht auch 1, 2, 3, 4, 5. Einfach, illustriert und positiv. Kurze Videos vielleicht dazu, einfache Erklärungen und das lieber ab und an mal, also nicht täglich. Die Leute müssen arbeiten, sie müssen sich an ein anderes Arbeitsumfeld gewöhnen, also regelmäßig ab und an. Und kurz als nur ab und an und dann lang. Das funktioniert im Moment nicht. Und letztlich dann noch das Thema Kontrolle über den Datenfluss. Das ist, wenn Sie investieren in diesen Bereich, jetzt in dieser Phase, die wichtigste Investition. Schützen Sie die sensitiven Daten, die vielleicht auch in ganz anderen Kollaborationsformen genutzt werden, wo Sie andere Werkzeuge haben, wo Sie eben sagen, wir müssen irgendwo den Mitarbeitern Zugriff auf Daten geben, die Möglichkeit, zusammenarbeiten, zu arbeiten geben. Das heißt, machen Sie das, machen Sie es in sicherer Weise mit Mehrfaktor-Authentifizierung beispielsweise, mit einer gewissen Kontrolle über Räume für die Kollaboration. Wer ist verantwortlich dafür? Wer muss welche Einstellungen treffen? Vielleicht auch für bestimmte Daten auf Plattformen mit nochmal höherer Sicherheit. Da gibt es eine ganze Menge, die als Software as a Service verfügbar sind. Datenräume und so weiter. Und wenn Sie weiter investieren wollen und können in dieser Phase, dann sind detaillierte Prevention DLP, CASB, Cloud Access Security Brokers, die beiden naheliegenden Optionen. Das aus unserer Sicht die
fünf wichtigsten Maßnahmen jetzt für das Thema Cybersecurity in einer Welt, in der ganz viel aus dem Homeoffice gearbeitet wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie keine Probleme haben mit Cybersecurity und dass es Ihnen weiterhin gut geht. Danke.